Riesengarnele oder Gamba. Zur Erklärung, man erkennt es am Körper oder auch am Schwanz. Bei der Riesengarnele ist der Schwanz so etwas steiler gestellt als bei einem Flusskrebs zum Beispiel oder bei einem Scampi. Und jetzt kommt, wir denken immer, das sind Scampi, sind es aber nicht. Das sind Gambas, das sind Riesengarnelen. Ein Scampi ist ein Longustin oder ein Kaisergranat. Den Scampi erkennt man daran, dass der eine viel breitere Form vom Schwanz hat. Ja? Also der ist so breiter gefächert wie bei einem Flusskrebs oder bei einem Hummer. Und das nächste Erkennungsmerkmal ist, eine Riesengarnele hat nur Fühler, das sieht man hier schön, die hat nur Fühler und ein Scampi hat Scheren. Und das ist der wesentliche Unterschied bei der ganzen Sache und natürlich auch eine Preisfrage. Ja. So, wir machen jetzt Folgendes. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de